Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger. Uff, pelzig. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier schon das Ding in meinem Besitz habe oder noch nicht. Anscheinend noch nicht. Okay, dann führt uns der Weg erstmal wieder in die Prähistorie. Meine Lieblingszeit hier, ja, ich weiß. Nicht in die Dunkle, ich will in die Prähistorie zurück. So. Ja, das ist so mein, Anführungszeichen, Lieblingszeit. Oh, da gibt's doch gar nicht Schlossgard, ja? Da sind die Laruba-Ruine. Da muss ich hingehen. So. Laruba. Da müsste Nu irgendwo sein. Da ist er doch. Hallo. Ist das mein Schlummer, Nu? Ich versuche ewig, ein bisschen die Arbeit zu machen. Ich habe Kronos Name geändert, dann muss ich ausruhen, Nu. Nein, der hieß nach wie vor Chrono. Schlaf gut. Kerl? Ich hab vergessen, den Stein brauche ich nicht, bitte. Ein Silberstein erhalten, perfekt. Den habe ich gebraucht. Schlaf gut. Ja, dann. Penn mal ein bisschen. Ich wollte eh nur den Silberstein haben. So, jetzt kommt der fiese Teil von dem Ganzen. Apokalypse will ich noch nicht, nee. Sondern erstmal hier. In die Zukunft. So, da muss es dann diese fiese Insel geben, wo eben dieser Sonnensohn auf uns wartet. Und gegen den muss ich erstmal stinken. Das wird jetzt wahrscheinlich auch kein schöner Kampf werden. Ich habe mir aber mal ein paar Infos durchgelesen zu dem Gegner, damit ich jetzt dann wieder total auf die Fresse fliege. Und hier in der Zukunft war dann später auch noch für uns, was ich noch der Sonnenstein-Quest machen werde, wart auch noch eine Quest auf uns, die hier in der Zukunft spielen wird. Sonnenpalast. Okay. So, erstmal zur Ausrüstung. Rote Rüstung ist gut, das absorbiert nämlich Feuer. Bei dir gucken wir mal, dass du jetzt auch die rote Weste auch kriegst. Und Markus könnte sowas eventuell auch gebrauchen. Haben wir leider nicht parat. Rabenrüstung. Rabenrüstung. Schatten, Gewitter, Wasser. Ja. Du musst leider leer ausgehen, Markus. Es sei denn, wir haben so ein tolles Ding, was hier auch sowas absorbiert. Aber ich glaube nicht. Sichtfeld, magische Verteidigung. Ja, machen wir das rein, weil der Talisman brauchen wir nämlich. Wir haben ja den tollen Prisma-Helm mittlerweile. Dann würde ich sagen, hier speichern wir. Und dann probieren wir unser Glück mit dem Hansel hier nochmal. Die Sache ist, ich muss nur die Flamme angreifen, nicht der Kern. Und nur 11 Flamme ist echt und macht dann Schaden auf den Kern. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen Fitzelarbeit. Und es gibt hässliche Konfrontation jetzt. Okay, Sonnensohn. Wir attackieren einfach mal hier, spielt Roulette. Dann tauscht er die Flamme immer mal wieder aus. Und? Jupp, der hat getroffen. Glenn? Haut drauf. Jupp. Müssen wir jetzt so lange Roulette spielen, bis der wirklich kaputt geht. Sehr schön. Und? Ja, jetzt gibt es erstmal bei jedem Angriffe. Aber glücklicherweise heilen die uns. Oh, scheiße. So, nochmal auf den. So lange, bis er es halt wieder umdreht. Sehr schön. Wenn man immer mit so einem schönen Sound hier belohnt. Oh, der macht nach wie vor noch Schaden. Okay, dann heil dich mal, Glenn. Gut. Da können wir anscheinend eh nur so einen Einheitsschaden verursachen, weil wenn man die Flamme jetzt großartig stark verwunden oder so, weiß ich nicht, ob die kaputt geht. Wir können sie natürlich mal ausprobieren. Aber Markus hat jetzt auch nichts, was nur Endgegner speziell trifft. Okay, jetzt müssen wir wieder knobeln. Trifft's uns oder nicht? Ah, das war ein Treffer. Sehr schön. Okay, dann wieder alle drauf. Und noch dem Muster können wir es eigentlich schaffen. Ich denke, da haben wir mittlerweile, mittlerweile relativ gute Chance hier. Fackel, ja, das ist in Ordnung. Ja, er trifft natürlich wieder nicht.
schade mit dem GTA-Griff dann, dass es hier nichts bringt. Aber es gibt halt immer mal wieder so Bosse, da bringt's was und da bringt's halt leider mal bei manchen Bosse nichts. Ist jetzt leider hier auch unerheblich, ob man einen Crit landen oder nicht. Wichtig ist nur, dass man überhaupt die richtig Fackel hier treffen. So. Das trifft wieder Chrono. Oh. Das war böse, der Angriff. Okay. So. Sonnensohn verliert sein Feuer. Okay. Dann nochmal Chrono-Heiler. Und ich bin ja mal gespannt, wenn er dann sein Feuer verliert, ob er dann direkt angreifbar ist. Schauen wir mal. Ah. Perfekt. Sehr schön, das war's schon. Chrono kriegt auch noch ein Level, genauso wie Glenn. Ja, perfekt. Absolut perfekt. Oder was geglitzert hier. Scheint wohl irgendwie wichtig zu sein. Okay. Ja, klasse. Wie der vibriert. Ist das ekelhaft. So, fürs Thumbnail sollten wir uns so aufstellen, damit es auch ein schönes Bild wird. Und wie geht's? Also das ist das Solstell. Die Zeit hat seine Kraft verbraucht. Im Licht von der Sonne könnte er sie wieder erlangen. Wenn wir die 65 Millionen Jahre warten wollen. Den Mondstein erhalten. Ja, perfekt. Jetzt lief doch der Kampf wesentlich besser als gedacht. Dann können wir natürlich auch nochmal uns umziehen. Rabenrüstung hast drin. Reflexring können wir nach wie vor behalten, würde ich sagen. Weil, obwohl der Magierring könnte natürlich auch einsetzen. Was war dann das andere Ding, was ich mir jetzt gegeben habe? Magische Verteidigung. Nee, also die ist ganz gut. Ich würde sagen, der Magierring passt jetzt ganz gut zu ihm. Er kann jetzt auch wieder seinen Nova-Panzer tragen und Chrono sowieso soweit mit roter Rüstung zufrieden. Gut, die Sache. Ja, super. Das lief doch echt sehr viel besser als gedacht. Gut, dann reisen wir jetzt wieder ein bisschen durch die Gegend. Und wieder zurück in die prähistorische Zeit. Und da müssen wir auf eine Insel, die da irgendwo ist, wo wir das hier bringen können. So. Na? Wo ist denn die verflixte Insel? Da ist er. Sehr schön. Sonnendom. Genau da wollte sie lecker. So. Hier ist es warm. Ja, den Mondstein lassen wir hier. Wie lange soll er hier bleiben? Tja, das ist die Frucht. Aber jetzt steht er auf jeden Fall hier und kriegt immer Schäßsohn ab. Perfekt. Dann, wir müssen halt drauf bauen, dass du nichts kaputt geht in der Höhle. Geht sie jetzt in die Gegenwart? Und was sagt uns die Gegenwart? Das existiert noch. So. Und? Der Mondstein hinfortgenommen. Möchte euch jemand aus der Zeit hotten? An sich hotten da hie gerafft. Ja. Also das sind alles so Sachen, da bin ich froh, dass ich diese komplette Lösung habe. Ich werde nie und nimmer auf so viele Sachen hier kommen. Ah, genau, hier wollte ich auch nochmal vorbeigucken, wie es ausschaut. Wir sind jetzt hier in Medina. Ah. Ja, nichts mehr mit Ozzy, ne? Steh voll im Leben. Warum bleibe ich hier über Stücke? Ah, sehr schön. Okay, die sind jetzt erlöst, war auf einem ganzen Ossi-Scheiß. Und? Kann ich euch helfen? Ha! Ich meine, besonders viel bringt uns jetzt nichts, aber das ist auf jeden Fall cool, dass die hier jetzt freundlich drauf sind, die Weser. Die Mystiker. Unterkunft holen wir uns auch noch. Super. Also denen scheint es richtig gut zu gehen hier, den Leuts. Und
Es ist so friedlich. Steh voll im Leben und Mensch ist ach ja. Hey, das schmeckt ja super. Also sieht so aus, als ob sich die Mystiker mit der Menschen vertragen hätten. Weil ich dann Ossi zum Teufel gejagt habe. Ah, da ist aber sein Nachfolger noch. Die Erbe ist brutal. Bin Bando, bau die Fähre zwischen Medina und dem Friedensdorf. Okay. Ich bin Medinas Oberhaupt. Fühlt euch wieder heim. Das ist der Chef. Und was ist mit Ossi? Ja, Sir, ich bin stolz drauf, aufrahmen zu dürfen. Nee, ich schon mich nicht. Okay, und der ist jetzt zum Lakaiverkommer. Sehr geil. Ja, die Erbe des Namen vor brutal. Geil, jetzt ist so ein blauer Imp einfach der Chef von Medina. Und Ossis Nachfahre ist, weil er ein Versager war, weil Ossi abgeschmiert ist, ist jetzt nichts anderes als ein popliche Handlanger. Das finde ich gut. Also das ist eine schöne Veränderung. Von wir beten Markus A bis zu bis Dode zu. Finde ich eigentlich echt gut. Jetzt sind sie auf jeden Fall ihren Frieder. Du glitzert's ganz merkwürdig. Gutsherrenhaus. Sitzt dann bei euch aus, ihr Glitzerhainer. Mondstellen, die du von gehört. Unsere Kinder entfremden sich von uns, wie traurig. Ja, ihr habt jetzt halt meinen Zunderstell hier geklaut, oder ihr Baraba? Ne? Nicht? Alle behaupten, der Papa wird gierig. Das stimmt ja nicht, oder? Doch, der hat mir das Zunderstell geklaut, der Säckel. Na gut, dann muss ich jetzt hier was kaufen. Ne, nicht im Lader, sorry, sondern in der Porree-Stube. So. Nee. Nicht? Dann doch im Lader oder im Café, ich weiß es nicht mehr. Bootshaus. Wohnhaus. Dann vielleicht doch im Lader. So, nee, ist nicht hier. Okay. Moment, dann war das, glaube ich, dass man hier einen Schritt zurück machen müssen. Platsch. So, weil hier steht das Haus noch nicht. Bim bam bum bam bam. Und Robo jätet nach wie vor noch brav. Nee, das ist nur das Hotel. In der Lade. So, noch einmal. Goldanzug, Barett. Nee, du hast das alles nicht dabei. Hm. Pff, er kämpft gegen den dummen Markus und der ist hier bei uns direkt. So nebenbei, ne? Naja. Kaffee, du müsstest dann sein, oder? So, Madame. So. Ja, aber Madame, ich würde ganz gern was kaufen. Ja, ja, der erzählt wieder was über Glenn. Ach ja, der Tartar. Und der hier, schleimige Froschmensch, hat Markus geschlagen. Und du hier, du Hans im Glück. Ja, okay, was du gedacht hast wieder. Okay, du können wir es auch nicht kaufen. Hm. Wo war dann das? Wo war dann das? Tatas Haus? Nee. Warte mal. Ältestenhaus? Nee. Hm. Ansonsten müsste ich nochmal nachgucken, wo ich das finde. So, und hier? Nee. Bin sofort wieder zurück. Ich guck gerade mal, wo ich das finde. Bis gleich. Da bin ich wieder. So. Hab mich in der Zeit geirrt. So, in die Gegenwart. Okay. Klatsch. Ich muss hier in die Gegenwart was einkaufen. So. Porree Stube. Im Gasthaus hat auch gestanden. Aber hier sehe ich nirgendwo Gasthaus. Also das hier ist das Gasthaus meiner Meinung nach. Aber da konnte ich ja nichts kaufen. Laden. Bootshaus.
Ah, okay. Da hätte ich hier gemisst. Rauchfleisch, aber er gibt's das hier genau. 9900 Goldstücke, ja komm. Das muss der teuerste Schinke der Welt sein. Und erst jetzt müssen wir nochmal E-Stufe zurück. Klatsch. Dann suchen wir jetzt nämlich hier die Hausherre auf. Die damalige, die Vorfahrer. Mit ihr muss ich, glaube ich, sprechen. Oh, du hast Rachfleisch. Verkaufst du mal für 10.000? Ja, mach mal einen Gewinn von 100, aber ich schenk's dir. Ganz einfach. Du schenkst mir, dass es so liebe Leute wie dich noch gibt. Vielen Dank. Meine Kinder werden Stele lernen, da kannst du sicher sein. Sehr schön. Genau das wollte ich hören. Ist zwar nicht so viel Geld für uns gewesen, aber ja, es war schon ordentlich. 9.900 ist schon heftig. So. Und dann gehen wir hier zurück. Und da die jetzt alles Dele gelernt haben, haben die ja nach ihrer Einstellung. Sind zwar gierig, aber die Delen gern. So, und jetzt reden wir mal nochmal mit der Nachfolgerin. Okay, er wäre etwas weniger freigebig. Jetzt ist er auf einmal der totale Spender hier, der Typ. Ihr Interesse am Monster, jemand hat ihn einfach hier gelassen. Es scheint ja was dran zu liegen. Ja, nimm den. Allerhopp, jetzt habe ich ihn. Gerade nochmal gucken. Objekte, ich glaube, das war der Mondstein, ne? Mondstein, genau. Das heißt jetzt wieder zurück in die Uhrzeit und dann einmal voll auflader. Ich meine, klar, er hat zwar schon geglitzert und alles und wunderbar, aber er war noch nicht fertig. Dann laden wir doch gerade nochmal 65 Millionen Jahre auf und dann dürfte sich das auch erledigt haben. So. Wie so einfache Sache aus der Vergangenheit alles verändern können. Entschuldigung, alles verändern können. So. Jetzt kommst du nochmal hier. Ah, das ist der, den wir doch schon gehabt haben. Okay. Sorry, wieder in der Zeit geirrt. Dann. Dann eben nochmal im Mittelalter. Latsch. So. Der muss noch ein bisschen glühen. Also 400 Jahre hat er noch gebraucht. Huch. Da glitzert er ja als noch. Und hier haben wir noch eine Kraftpille. Okay, da ist er als noch, der Mondstell. Hm. Dann vielleicht in die Zukunft. Nein! Ich wollte in die Apokalypse, verdammt! Nein! Scheiße, immer zu früh gemacht. Fliehen. Ja. Ich will doch nicht hier. Dann vielleicht doch in die Zukunft. Ich will jetzt noch nicht gegen Lavos kämpfen. Sonnendom. Dann gibt's auch hier. Uno Momento. Dann müsste der eigentlich hier beim Sonnensohn jetzt dabei sein, ne? Wenn mich denn alles täuscht, oder? So, wie sieht's aus? Nee, also nicht. Hm. Okay. Dann eventuell, damit wir wirklich jedes Zeitalter ausprobiert hin. Gehen wir jetzt auch nochmal hier in die dunkle Ära-Reihe. Eventuell hat denn hier jemand weggenommen. Gibt es das Gebiet hier auch? Nö, offensichtlich nicht. Da bin ich sofort wieder da. Da bin ich jetzt wieder. So, noch einmal. Eieiei, das ist ein Geraffel hier. Das ist ein ganz schönes Geraffel. Jetzt muss ich nochmal in die Gegenwart gehen. Und patsch. So. Von da aus nochmal zum Sonnendom. Wo auch immer der jetzt durchsteckt.
Das müssen wir ja auch irgendwo noch finden können. Das dürfte das sein. So. Hat sich die Insel verlagert in der Zeit. So. Sonnendom. Du kommst jetzt genau, du kommst jetzt hier wieder rein. Mondstern hier losser. Perfekt, jetzt kann er sich doch nochmal aufladen, die 2000 Jahre, docke 400 Jahre, wie ich behauptet habe, so frech. Der braucht noch 2300 Jahre. So. Und platsch. So. Wo sind wir dann hier jetzt? Was ist denn das für Sonnendom? Okay. Ah, nicht das Sonnenpalast, sondern das Sonnendom. Okay. Großartig. Luca muss uns hier, er wird sie inspirieren. Okay, dann Markus, gehen wir kurz raus für Luca. Und das ist wirklich das Solste. Mit seiner Energie kann ich eine tolle Waffe machen. Geh mal schnell zu mir heim. Und was wird total Tolles? Du bastelst sowas. Ich modifiziere das Solstein und extrahiere die Energie. Dann packe ich sie in per Vakuumkompression in eine Patronenreihe. Ach Gott. Jag bitte nicht die Welt in die Luft. Vor lauter Sonnenstein. Und fertig. Und was ist das? Oh. Ihr Superwaffe anscheinend. Du hast einmal Wunder erhalten. Okay, das scheint wohl Lukas Superwaffe zu sein. Manchmal steine ich über mich selber. Motto, Luca, ich habe ein Stück vom Soulstein geliehen und etwas Tolles draus gemacht. Und Emos Sonnenschirm gibt's auch noch. Okay. Gut, was bringt uns das tolles Zeug hier? Von 88, auf 182. Auswirkung variiert. Alter Falter. Und Ding haben wir jetzt auch noch gekriegt. Irgendeinen Schirm. Sonnenschirm. Erhöht Angriffskraft. Ja. Was macht denn die Goldnadel? Gerade mal gucken. 192, 198. Und was war der Goldring, den er gehabt hat? 25% weniger MP-Verbrauch. Lass mal ihm doch mal das Sonnenschirm. Weil der MP-Verbrauch ist jetzt nicht so wichtig, wie ich hier finde. Und dann kann ich an der Stelle auch nochmal speichern. Und jetzt sage, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig, wo ich dann noch die Sidequest in der Zukunft erledigen werde. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.